moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom ETS 2 hier auf meinem Kanal. Schön, dass du mit am Start bist. Ja, wir legen direkt los, denn wir haben ja noch unsere Fracht auszuliefern. Deswegen müssen wir da ja nochmal ein bisschen Gas geben. Und haben noch 300 Kilometer vor uns. Also es läuft, würde ich sagen. Ja, wir werden sehen, ne? Ganz genau, so sieht das aus hier, Freunde. Wir sind ja wieder in Spanien ja nach wie vor unterwegs. Na, das heißt, wir haben hier jetzt noch die knapp 300 Kilometer auf dem Tacho. Und erkundschaften aber weiterhin ja, das Land von, oder erkunden zusammen weiterhin Spanien. Was ja echt mega nice ist, muss ich sagen. Also mir gefällt die Karte und diese Erweiterung bisher sehr, sehr gut. Einfach auch, weil man natürlich die Möglichkeit hat, in einem anderen Land zu fahren. Aber auch, weil die Landschaft ja eine ganz andere ist, ne? Und dadurch kommen natürlich auch vielleicht wieder andere Frachten dazu. Ne, sowas, was halt Spanien typisch ist, sag ich jetzt mal. Oder Portugal typisch. Da wollen wir natürlich auch noch rüber, ne, nach Portugal. Also wir werden sehen, Freunde. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann würde ich mich natürlich auch sehr drüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lassen würdet. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und ja, damit unterstützt ihr mich natürlich auch. Und viel wichtiger ist natürlich, dass ihr natürlich auch die Videos bis ganz zum Ende schaut, ne? Damit unterstützt ihr mich fast sogar noch am meisten. Ja, oder ansonsten, wer noch nicht genug hat, checkt gerne mal die Videobeschreibung ab für ja, andere Links, wo ihr mich halt auch noch unterstützen könnt. So, ja, es ist Samstag, laut meinem Sendeplan. Das heißt, ich wünsche euch natürlich auch noch ein schönes Wochenende. Und ja, entspannt eine Runde, zieht euch ein paar coole Folgen rein, bevor es dann am Montag wieder losgeht in den Arbeitswahnsinn oder Schulwahnsinn oder wie auch immer. Oh, erster Aufenthalt in El Elido. Keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist. Ich bin kein Spanischsprecher. Keine Ahnung. Aber wir müssen die Fracht ausliefern, Freunde. Das nützt ja nichts. Hier mit unserer Wechselbrücken-LKW. Den feiere ich echt extrem, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Der ist echt geil. Boah, ist der nächste LKW vor uns? Stehe gar nicht, wir dürfen noch 90 fahren, aber wahrscheinlich dürfen LKWs halt nur 80 fahren, ne? Das heißt, wir fahren eigentlich ja ein 10er zu viel, aber ein 10er zu viel ist ja jetzt auch nicht so weit weiterhin schlimm, oder? Der hat auf jeden Fall schöne Autos geladen. Kann er bei mir zu Hause mal eins vor die Tür stellen. Da würde ich nicht Nein zu sagen. Aber ich bin ja froh, ich habe da jetzt, mein Auto geht ja wieder. Also von daher alles entspannt. So. Aber zudem erkunden wir natürlich auch gleich neue Landschaft, also neue Abschnitte von der Karte. Das ist natürlich auch ganz nice. Somit haben wir dann vielleicht ja nachher auch mehr erkundschaftete Karte. Wir wollten sowieso mal schauen, dass wir vielleicht auch demnächst mal nur Frachten dahin uns besorgen, wo wir noch nicht gewesen sind, so mäßig. Wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube, das wäre vielleicht auch mal noch eine Alternative. So, hier drei Spuren durch den Tunnel. Da geht was. Da ist ja nur ein Tunnelchen hier. So groß ist das ja nicht hier. Da sind wir schon wieder raus. Aber kommt da eine Maut? Nee. Boah, ich dachte schon wieder, dass da eine Maut kommt, ne? Ganz ehrlich. Diese Mauts machen mich fertig. Die Maut macht mich fertig.
Nicht mehr normal das Ganze. Oh, hier ist auf Orange. Ah, da ist ein Unfall, okay. Ordne ich mich mal hier wieder ein. Wunderbar. Das, da lässt sich aktuell lässt der LKW sich wirklich nur rollen. Na, jetzt muss ich hier aber noch mal ausscheren. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich muss da Bitte gleich. links halten. Ah, ne, gut, noch alles gut. Oh. Hilfe, was ist hier denn los, Alter? Hier ist voll der Unfall. Alter Schwede. Da hat es ein bisschen gekracht, würde Route ich neu berechnen. behaupten. Da hat es ein bisschen gekracht, will Am ich mal Kreisverkehr zweite Ausfahrt behaupten. nehmen. Jojo, ich hoffe, es geht den allen gut, ja? Hier erstmal in der LKW-Kolonie Nimm diese fahren. Ausfahrt. Hier aber wieder raus, um auf die Autobahn zu kommen. So. Da sind wir wieder drauf. Halb so wild, aber das finde ich natürlich auch ganz geil, dass man dann halt mal komplett auch umgeleitet wird, ne? Das ist halt auch mal wieder was ganz was Neues. Dass man halt einfach auch ja, umgeleitet werden kann, weil da irgendwas ist. Kann man halt auch mal Rechts haben. halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ja. Nimm die Ausfahrt rechts. Da schon wieder Blaulicht, Alter. Was ist denn hier los? Sag mir mal. Perfekt. Inka brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. So. Sehr schön, sehr schön. Es läuft ja. Huch. Oh, 100 Kilometer noch. Auf ganz entspannt, Freunde. Auf ganz entspannt. So, Tempomat rein. Wir fahren wieder rüber. Ich glaube, das sollte reich passen. Wunderbar. Das heißt, wir sind dann gleich schon am Ziel. Und damit müsste es unsere siebte Fracht gewesen sein, die wir in der Mission gemacht haben, ne? Glaube ich. Und bis irgendwie Mai haben wir Zeit. Oha, da müssen wir uns ja nochmal reinknien. Dass wir die 20 Frachten auch hinbekommen. Das Coole wäre natürlich, wenn wir uns jetzt unten rum um Spanien langfahren können mit Frachten, dass wir dann vielleicht bis nach Portugal rüberkommen, oben lang zurück und dann vielleicht ins Landinnere. Müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie so hinbekommen. Das wäre natürlich richtig cool, ne? Bitte links halten. Alright. Ganz links rüber, lul. Oh, mal gut, ich habe das noch rechtzeitig erkannt, Freunde. Eieiei. Eieiei. Ich dachte, es wäre nur eine Bahn, aber nee. Waren zwei Bahnen. Aber gut. Oh Mann, ey. Das wäre es ja jetzt noch gewesen, wenn ich da voll gegen gedengelt, ey. Manometer. Wieder ein Rasthof. Auch geil, ne? Hier schön mit den Palmen. Guckt euch das mal an, ey.
Schön mit den Palmen. Wie geil ist denn das? Oh Gott. Alles gut, Leute. Nichts passiert. Ups. Ups. Scheiße. Hat keiner gesehen, oder? Ist nichts passiert. Überhaupt nichts passiert. Gar kein Problem, Freunde. So, ich mache aber mal das Fenster zu. Es wird hier kalt sonst. Über Nacht. So, jetzt langsam müssen wir aber, glaube ich, da sein, oder nicht? Ja, guck mal, 38 Kilometer noch. Auf ganz entspannt. Also ich muss auch wirklich sagen, dieses Fahrbahnnetz hier in Spanien ist schon sehr speziell, will ich mal so sagen. Sehr speziell. Naja, aber wir kommen schon irgendwie klar. Ah, komme ich da durch? Ja. Wir kommen damit schon irgendwie. Müssen wir ja damit klarkommen. So, ich sehe schon unser Ziel, Freunde. Ich sehe schon unser Ziel. Das schaffen wir noch. Erster Aufenthalt in Cordoba. Ne, Cordoba. Keine Ahnung, wie man das einmal alles ausspricht hier, ey. Bin da überhaupt nicht der. Da überhaupt nicht drin, Mann. Nimm die Ausfahrt rechts. Dann einmal um den Kreisverkehr herum. Vierte Ausfahrt nehmen. Da. Hä? Aber fahren wir doch wieder zurück, oder bitte nicht? Bitte rechts halten. Hä? Jetzt fahren wir doch aber wieder zurück. Nimm diese Ausfahrt. Biege nach rechts ab. Ach so, okay. Ja, das meine ich mit dem Straßennetz, was sehr verwirrend ist. Was macht er denn hier? Mann. Kannst du nicht einfach auf einmal auf null runterbremsen? Was ist mit dir nicht richtig? Minjung. So aber nicht. Ja, seh mal lieber zu, dass du da wegkommst. Linke Bahn rüber. So. Hä? Oh. Ups. Ja, na gut, dann kann ich auch eigentlich direkt weiterfahren. Den Strafzettel, den habe ich jetzt eh. Wisst ihr, wie ich meine? So. Da nochmal um den Kreisverkehr herum. Bitte rechts halten. Ja, habe ich schon gemerkt. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. So. Nimm diese Ausfahrt. Biege nach links ab. So. Hier sind wir ja schon. Eine schöne Fahrt. Hier sind wir ja schon. Ja, sehr schön, Freunde. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ab. Oh, 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 oh. Schön mit unserem Wechselbrücke hier. Zack. Wunderbar. Dann können die Jungs ausladen. Und wir haben es geschafft, Freunde. Und somit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge auch wieder. Wenn es nämlich weitergeht, hier im ETS 2 auf meinem Kanal. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du wieder mit am Start bist. Gucken mal, was wir hier
Genau, als noch als Fracht nehmen können, zurück nach Barcelona. Nee. Ja, das ist doch eine nice Fahrt. Schön ein paar Motorroller. Sind das auch über 200 Kilometer? Ich hoffe. Hoffe, lass mal probieren. Sind das mehr als 200 Kilometer? Ja, perfekt. Sehr schön. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, Freunde, mit der neuen Fracht der Motorräder. Vielen Dank fürs Dabeisein, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!